Merhaba und herzlich willkommen in Istanbul. Das ist der FC Bayern Vlog zu unserem zweiten Champions League Auswärtsspiel gegen Galatasaray. Wir haben heute die Möglichkeit, uns in aller Ruhe diese wunderschöne Stadt anzuschauen. Das ist noch nicht alles, Leute. Denn ich habe mir einen Special Guest eingeladen. Wir besuchen Hamid Altintop. Hamid wohnt nicht nur hier in Istanbul, ihr wisst es. Er hat bei Bayern gespielt, er hat bei Galatasaray gespielt. Also der geborene Experte für dieses Spiel heute Abend. Dann geht es noch zur Youth League. Unsere U19 spielt hier auch vor Ort. Da schauen wir natürlich auch vorbei. Und abends sind wir im Stadion, so wie ihr das gewohnt seid. Mein Name ist Lukas, das ist der FC Bayern Vlog aus dem wunderschönen Istanbul. Yalla! Türkischer Fußballverband, Arbeitsplatz von Hamid Altintop, der hier Vorstandsmitglied ist. Und Hamid hat uns eingeladen, der zeigt uns jetzt hier mal das Gelände, dreht mit uns eine Runde und erzählt uns hoffentlich ein bisschen was von seiner Bayernzeit. Hamid, grüße dich. Hi. Servus. Willkommen im türkischen Fußballverband. Vielen Dank, vielen Dank. Das ist dein Büro? Genau. Das ist mein fünftes Jahr jetzt. Ich bin im Vorstand und bin verantwortlich für alle Nationalmannschaften. Und es ist viel Arbeit auf jeden Fall. Sehr gut. Schauen wir uns ein bisschen um hier. Sehr gerne. Ich glaube, unser Komplex ist einer der besten in Europa. Und ich glaube, das ist auch für euch interessant. Das sind alle, die mal für die A-Nationalmannschaft gespielt haben. Und da bin ich. Zum Beispiel mein Bruder ist auch hier, der Halil. Ich war, glaube ich, ein paar Monate früher A-Nationalspieler und danach mein Bruder. Wir sind die Trainer, die dann halt dann hier tätig waren und die Präsidenten halt. Ich glaube, Franz Beckenbauer hat nicht nur den deutschen Fußball geprägt, auch den türkischen Fußball auf jeden Fall. Viele haben den Kaiser als Vorbild genommen und ich habe die Ehre gehabt, als ich bei Bayern war, dass wir halt dann auch mal intensive, längere Talks hatten. Dafür bin ich dankbar. Ich glaube, er war nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz sehr, sehr aktiv und hilfreich und hat auch viele gute Tipps mit auf den Weg gegeben. Und dafür bin ich persönlich auch ihm sehr, sehr dankbar. Arbeit dazu gehört. Inwiefern hilft dir deine Zeit, vor allem auch bei einem Club wie jetzt Bayern, in deiner aktuellen Rolle? Es hilft mir sehr. Ich glaube, als ich 2007 dann von Schalke aus dem Ruhrpott nach München gegangen bin, habe ich die ersten Tage schon gemerkt, dass es eine andere Welt ist. Ich glaube, dass der Verein extrem international aufgestellt ist und mit den Verantwortlichen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hat man ja auch immer wieder Leute gehabt haben, die ein Auge, die ein Ohr dann halt dann für die Mannschaft, für die Spiele hatten. Das war sehr, sehr hilfreich für uns. Wenn man heute vor allem als Verantwortlicher das Ganze sieht, kann man dann halt dann auch verstehen, was für eine Herausforderung das eigentlich ist, dass man das über Jahrzehnten erfolgreich führt und die Motivation, Konzentration immer hochhält. Lukas, ich mache das ja ehrenamtlich. Ob man das dann langfristig machen kann, das weiß ich nicht. Aber das bedeutet dir einfach was? Es ist schon eine Herzensangelegenheit. Klar, bei meiner Entwicklung
hilft mir der Verband extrem. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber auf der anderen Seite lerne ich halt auch viel zu Hause. Mit meinen 6 Kindern, mit meiner Frau. Ne? Der Älteste ist 8 Jahre alt, 3 Jungs und 3 Mädels. Und da lerne ich auch wirklich, ein guter Manager zu sein, dass man dann halt dann fair ist, dass man dann halt dann auch die mehreren Faktoren mit immer beachtet und den Laden gut zusammenhält und vor allem auch immer ein Lächeln im Gesicht hat. Ne? Dass man am Ende des Tages positiv ist und sich in den Arm nimmt und dankbar für das Leben ist. Wir werden die Europameisterschaft 2032 mit Italien hosten und da sind wir auch wirklich stolz und da haben wir halt dann auch die Zeit, uns dann vorzubereiten. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, unserem Image gerecht werden, dass der türkische Fußballer halt dann wirklich mit Leib und Seele bei der Sache ist und das mit einer guten Ausbildung, mit einer guten Portion des Selbstvertrauens dann halt dann auch stärkt, dass da Elite-Jungs rauskommen, vielleicht halt dann auch Weltstars rauskommen. Das ist unser Ziel. Also hier wird es dir nicht langweilig, manchmal nur ein bisschen stressig, weil viel zu tun ist. Aber da kann man auch schon mal mit einem türkischen Tee auch mal so ein bisschen die Seele mal bäumen lassen und auch mal ein bisschen runterkommen und sich auch entspannen. Ich habe schon zu dem einen oder anderen noch im Verein Kontakt und zu den Spielern eigentlich. Ich habe ja jetzt auch kurz mal mit Poldi gemessaged. Mein Bruder Halil ist ja im Verein. Wir laufen uns mit Herr Rummenigge immer wieder mal bei UEFA-Veranstaltungen mal über den Weg. Und letztes Jahr war ich der Botschafter vom Champions League-Finale. Das wurde jetzt 2 Jahre verschoben. Habe dann noch Kontakt zum Manuel Neuer. Wir haben ja auf Schalke zusammengespielt gehabt. Mit Giovanni habe ich noch ab und zu mal Kontakt, auch wegen den Legendenspielen. Und da durfte ich noch keins mitmachen, weil es zeitlich einfach auch mit den Kindern zu Hause es einfach nicht gepasst hat. Ich verfolge den Verein schon extrem. Es war ja mein Kindheitsteam. Heute verfolge ich das auch noch und wünsche natürlich Bayern nur das Beste. Ne? Da ist man nicht nur ein Fan, sondern mehr als ein Fan vielleicht sogar. Und man muss den Verein ja loben. Ne? Also Harry Kane, Transfer war ja nicht einfach. Aber mit Harry hat man jemanden geholt, der nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz extrem viel mitbringt. Er ist eine Weltmarke. Er ist eine Weltmarke, er ist der Kapitän von den Engländern und er bringt extrem viel mit. So, das war unser kleiner Rundgang hier übers Gelände vom türkischen Fußballverband mit Hamid Altintop. Was für ein cooler Typ. Hamid sehen wir später nochmal beim U19-Spiel, beim Youth League-Spiel. Unsere U19 spielt auch gegen Galatasaray, gegen die Jugendmannschaft, da sind wir natürlich dabei. Und da trifft Hamid auf Halil. Das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall verpassen. Jetzt geht's erstmal zurück ins Teamhotel. Dort findet noch das Anschwitzen statt, der Profis. Und da schauen wir natürlich auch mal kurz vorbei. Nochmal ein kurzer Eindruck der Mannschaft hier im Teamhotel beim Anschwitzen. Und jetzt geht es für uns weiter zur Youth League. Ich habe es euch vorher schon gesagt, Hamid wird auch da sein, den haben wir vorher schon gesehen. Und er trifft auf Halil, seinen Bruder, der bei unserem FC Bayern Campus arbeitet und für die Nachwuchsarbeit zuständig ist. Also das Brüderwiedersehen, freue ich mich jetzt auch drauf. Ich
Benjamin, auf was achtest du jetzt? Klar achtet man auf die Spiele, aber ich achte auch auf den Trainer, wie der Trainer sich macht. Ich glaube, dass das schon eine Schlüsselposition ist für die Jungs und dass der Trainer auch die Mannschaft gut führt. Und ich glaube, dass man unterschätzt, wie viel Zeit eigentlich so ein Trainer mit den Spielern verbringt. Und da ist der Inhalt enorm wichtig. Und da geht es mir darum, was für eine Körperhaltung hat und wie der Trainer halt dann auch ins Spiel eingreift, dass es doch am Ende den Unterschied ausmacht. Auf was kommt es in dem Alter an? Ich glaube, bei dem Alter kommt es schon wirklich darauf an, dass sie Spaß haben und den Einsatz zeigen. Ich glaube, auf der Ebene, vor allem hier bei den beiden Mannschaften, sieht man das ja auch, dass sie voll dabei sind und auch aktiv sind. Wie schön ist es, Halil hier in Istanbul zu sehen? Klar ist das jetzt ein bisschen beruflich, aber es ist immer schön, dass man die bessere Hälfte immer in der Nähe hat. Und wir tauschen uns zwar jeden Tag am Telefon aus, aber jemanden in die Augen gucken oder in der Nähe zu haben, ist, da werde ich schon ein bisschen emotionaler und das tut schon gut für die Seele. Jetzt lassen wir Hamid und Halil mal in Ruhe das Spiel gucken. Ganz interessant, was für Einschätzungen er uns nochmal gegeben hat, auf was er hier achtet bei so einem Spiel. Für uns geht es jetzt wieder zurück ins Teamhotel. Wir machen uns fertig, damit wir rechtzeitig ins Stadion kommen. Wir wollen ja schließlich nochmal in die Kabine, bevor das Team ankommt. Und da nehmen wir euch natürlich auch mit. Weiter geht unser wilder Ritt durch Istanbul. So, im Stadion angekommen. Hier war richtig Stau in der Stadt. Wir haben es aber geschafft. Jetzt geht's rein, dann gehen wir nochmal in die Kabine. Für euch gibt es da ein paar Bilder vom Spiel und dann sehen wir uns danach wieder, hoffentlich mit einem Bayern-Sieg. Das Ende heute mal mit ein paar anderen Bildern. Hier hinter mir findet das Bankett noch statt. Immer nach den Champions League Spielen trifft sich die Mannschaft hier nochmal mit allen Mitreisenden. Und dann geht es auch zeitnah ins Bett. Ausruhen angesagt. Heute auf jeden Fall verdient. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart hier im FC Bayern Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Istanbul war gut zu uns, finde ich. Sehr schöne Start und ich möchte es beenden, wie ich es heute angefangen habe. Mit einem türkischen Versuch. Und deswegen sage ich, ciao aus Istanbul, güle güle, bis zum nächsten Mal.